Hallo, hier geht es um funktionale Abhängigkeit mit dem Sinusatz und eine wichtige Regel gleich vorneweg: Wer in seinem Taschenrechner einen Solver hat, den bitte nicht hier einsetzen, weil bei funktionaler Abhängigkeit funktioniert der nicht. Okay, ich habe jetzt mein Beispieldreieck für das Dreieck AMPN gilt. APN sind 4 cm, das ist diese Strecke hier. Der Winkel PNMA ist Phi, der ist hier unten zu finden. Und dann habe ich noch den Winkel MAPN mit 72 Grad einfach festgegeben und dann noch Phi eingeschränkt. Es darf nur von 0 bis 108 Grad groß sein, ansonsten gibt es keine Dreiecke mehr. So, und jetzt heißt die Aufgabe, geben Sie die Länge der Strecke MPN in Abhängigkeit von Phi an. Viele verzweifeln an der Aufgabe, die sagen zum Beispiel, wenn der Winkel fest wäre, dann würde ich es können und kennen. Aber sobald hier irgendwas mit einer Variable und vielleicht einem griechischen Buchstaben vorkommt, dann blicke ich es irgendwie nicht mehr. So, bei funktionaler Abhängigkeit ist es einmal so, dass man sagt, dieser Winkel Phi, der ist, man weiß zwar nicht genau, welche Zahl er hat, aber er ist festgegeben. Und um sich noch vielleicht mit einem Trick zu helfen, kann man für sich selber einfach mal sagen, ich lege mir jetzt fest, dieser Winkel Phi hat 40 Grad. Und wenn er 40 Grad hat, wie würde ich es dann lösen? So, und das überlegen wir uns jetzt. So als erste Überlegung, wenn man jetzt nicht wüsste, dass der Sinussatz dahinter steckt, würde es jetzt heißen, ich schaue mir das Dreieck an, es ist nicht rechtwinklig, also funktionieren Sinussatz und Kosinussatz. Überprüfen, ob beide funktionieren. Kosinussatz geht nicht, weil die Strecke AM ist nicht bekannt und für den Kosinussatz brauche ich alle drei Strecken, beziehungsweise eine von diesen drei Strecken könnte auch gesucht sein. So, die hier oben ist ja gesucht, das heißt also ohne AM funktioniert der Kosinussatz nicht. Folglicherweise bleibt nur der Sinussatz. Beim Sinussatz brauche ich zwei Winkel und zwei Seiten, die sich gegenüberliegen. Das wäre hier gegeben, ja die 4 liegt dem Phi gegenüber, beziehungsweise meinen ausgedachten 40 Grad. Und die Seite MPN, die ist ja gesucht, liegt den 72 Grad gegenüber, also Sinussatz funktioniert. Ich fange immer mit der Seite an, die gesucht ist. Das wäre in dem Fall die Strecke MPN. So, jetzt heißt es Sinussatz, Strecke geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels, also Sinus 72 Grad, ist gleich andere Strecke 4 durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels. Und an der Stelle jetzt aufpassen. Ja, normalerweise würde mir jetzt einfach den Phi eintragen, aber ich habe ja gesagt, ich will hier meinen Spezialwinkel nehmen, deswegen schreibe ich den auch jetzt mit einer anderen Farbe rein oder man kann auch mit Bleistift reinschreiben, dann kann man später nochmal wegradieren und muss nicht irgendwas nochmal schreiben. So, und diese Spezialfarbe soll mir jetzt markieren, dass ich diesen Winkel nicht ausrechnen darf. Also bitte jetzt nicht Sinus 40 in den Taschenrechner eingeben und hier das Ergebnis hinschreiben, das darf ich an dieser Stelle nicht, weil hier steckt die funktionale Abhängigkeit dahinter. Alle anderen Dinge, die darf ich verrechnen, wie ich möchte. Ja, also Sinus 72 darf ich ohne Probleme eingeben. Aber der grüne bitte nicht. Den Grund sage ich dann am Schluss, was wir dann mit diesen 40 Grad nochmal machen. So, wir wollen nach MPN auflösen hier. Das schaffe ich, indem ich jetzt die Gleichung multipliziere und zwar mit Sinus 72 Grad. Dann habe ich MPN ist gleich 4 mal Sinus von 72 Grad geteilt durch Sinus von, und jetzt hier wieder mein grüner Winkel, also Sinus von 40 Grad. So, den Zähler, den darf ich jetzt zusammenzählen. Es sind zwei schwarze Zahlen, nirgendwo die grüne Zahl mit dabei, also das darf ich jetzt tatsächlich vereinfachen. In den Taschenrechner eingeben, das habe ich selbst noch nicht gemacht, 4 mal Sinus von 72 gibt auf zwei Nachkommastellen gerundet eine Zahl von 3,80 geteilt durch Sinus von 40 Grad. So, an der Stelle sehe ich, MPN ist das hier. 3,80 durch Sinus 40. Ich kann hier nichts mehr weiter zusammenfassen. Ja, grüne Zahl bitte stehen lassen. Und jetzt habe ich auch im Prinzip schon meine funktionale Abhängigkeit. Ich muss nämlich nur noch eins machen. Ich nehme hier überall diese grüne 40 weg und schreibe einfach mein Phi rein. Und fertig ist meine funktionale Abhängigkeit. Ja, jetzt habe ich die Strecke MPN in Abhängigkeit von Phi angegeben.
So, zweite Variante gibt es auch noch. In diesem Beispiel habe ich nur eine Sache verändert. Die Strecke APN ist unbekannt, dafür kenne ich jetzt die Strecke AM mit 5 cm. Der Rest habe ich jetzt gleich gelassen. Ja, spielt ja keine Rolle. So, es ist wieder gesucht, die Strecke MPN, also die hier oben. Kosinussatz funktioniert nicht, gleicher Grund, weil die Strecke hier jetzt nicht mehr bekannt ist. Also muss der Sinussatz her, weil es kein rechtwinkliges Dreieck. Schau wieder nach, was habe ich gegeben? Die Seite ist gesucht, gegenüber liegt der Winkel, den wir kennen, passt. Die Seite ist gegeben, aber wie groß ist der gegenüberliegende Winkel? Momentan nicht da. Aber hier hilft uns jetzt die Innenwinkelsumme eines Dreiecks. Die 72 Grad sind bekannt, diesen Phi geben wir als bekannt, setzen wir als bekannt voraus. Also lässt sich der Winkel oben über 180 Grad minus die Summe der beiden anderen berechnen. Jetzt kommt vielleicht wieder mit Phi, das ist ja keine richtige Zahl, wie soll ich das berechnen? Geben wir dem einfach wieder eine selbst ausgedachte Größe. Ja, ich sage jetzt mal 50 Grad. Darf irgendwas zwischen 0 und 108 Grad groß sein, das ist doch vollkommen egal. So, jetzt kann ich den Winkel oben bei P berechnen. 180 Grad minus, Klammer auf, 72 Grad plus 50 Grad, also die Summe dieser beiden hier. Damit wäre der oben bekannt. Achtung, nicht zusammenrechnen, weil das ist ja wieder meine grüne Zahl. Ja, die darf ich wieder nicht berechnen. Da steckt mein Phi dahinter, meine funktionale Abhängigkeit. Sondern ich lasse das einfach mal so stehen und gerade so, wie ich es genannt habe, schreibe ich es auch auf. Ich beginne wieder mit der unbekannten, also mit der Seite, die ich ausrechnen möchte. MPN geteilt durch Sinus gegenüberliegender Winkel, also Sinus 72 Grad, ist gleich die bekannte Strecke mit 5 geteilt durch Sinus von, jetzt kommt die Innenwinkelsumme, wie ich vorhin gesagt habe, 180 Grad minus die Summe der beiden anderen. Also 72 Grad plus, und jetzt kommt mein grüner Winkel, 50 Grad. Und nach Klammer zu. So, auch hier gilt wieder, ja, hier sehen wir es jetzt sehr deutlich, 50 Grad, andere Farbe, den habe ich mir ausgedacht, der ist normal, der Phi, den darf ich nicht zusammenrechnen. So, was kann ich auf jeden Fall noch machen? Ich muss hier die Sinus 72 Grad im Nenner wegbringen, also multipliziere ich die Gleichung mit Sinus 72 Grad. Daraus folgt dann, MPN ist gleich 5 mal Sinus von 72 Grad. Ja, das kann ich auch gleich über den Bruchstrich schreiben, ich brauche es nicht dahinter machen. Das erlaubt uns die Bruchrechnung durch Sinus von 180 Grad minus 72 Grad plus grüne Zahl, 50 Grad, Klammer zu, Klammer zu. So, je nach, was heißt je nach Aufgabe, was man auf jeden Fall noch zusammenrechnen kann, ist oben der Zähler, 5 mal Sinus 72 Grad. Da mache ich jetzt noch diesen Zwischenschritt extra. Das wären gerundet 4,76. Und unten nochmal den ganzen drum. Sinus von 180 Grad minus 72 Grad plus grüne Zahl ist 50 Grad, Klammer zu, Klammer zu. So, je nach Aufgabe gibt es hier verschiedene Lösungen, Endungen, wie die Aufgabe aufhört. Normalerweise, wenn ein Sinus 180 Grad minus auftaucht, ist immer eine, ja, ich sag mal zu 95% eine Supplementbeziehung noch mit drin. Das bedeutet, in der Formelsammlung finden wir ja bei den ganzen Sinus, Cosinus, Tangens Zeugs die spezielle Beziehung, die heißt Sinus 180 Grad minus Alpha ist gleich Sinus von Alpha. Oder steht in der Aufgabe die Lösung da, auf sowas muss umgeformt werden. Und da steckt immer das da dahinter. Ja, also sobald ein Sinus 180 Grad minus auftaucht, kann man davon ausgehen, dass hier dieses Ding eingesetzt werden muss. Das bedeutet also, ich kann hier die untere Zeile im Nenner noch vereinfachen. 4,76 durch Sinus von. Und schauen wir es uns an, wie kann man das umformen? Die 180 Grad und die Minus fällt weg und übrig bleibt das Alpha. Hier fällt auch die 180 Grad und das Minus weg und das Alpha ist einfach das, was hier noch im Rest drin steht. Also
72 Grad plus, und jetzt die grüne Zahl natürlich lassen, plus 50 Grad. So, das ist die Supplementbeziehung, die oft abgefragt wird, aber vielleicht auch nicht immer. Okay, ein Schritt fehlt noch, nämlich wir haben noch überall diese grüne 50 Grad drin stehen. Die haben wir uns ja nur ausgedacht, das heißt für unsere Lösung heißt es wieder 50 Grad wegmachen und überall, wo diese 50 Grad stehen, machen wir ein Phi rein. Also heißt unsere Lösung 4,76 geteilt durch Sinus von 72 Grad plus Phi. Und das ist unsere funktional abhängige Strecke. Jetzt vielleicht noch ein kleiner Hinweis am Rand. Falls diese Supplementbeziehung nicht gefragt wäre, kann man hier diese Gleichung noch auf eine andere Art und Weise vereinfachen. Also da bitte einfach darauf Acht geben, was erfordert die Aufgabe. Und zwar kann die einfach so aussehen, der Zähler bleibt auf jeden Fall gleich, aber im Sinus kann man jetzt auch sagen, 180 Grad minus die 72 ist eine gültige Rechnung, die darf ich durchaus ausrechnen. Ja, 180 minus 72 sind 108 Grad. Aber jetzt steht hier noch ein minus Phi drin. Ja, also so könnte die Lösung auch aussehen. Und wie gesagt, zu, ich sag mal, 95% wird hier diese Supplementbeziehung drankommen.